Komm in eine aufrechte Sitzposition in die Mitte deiner Matte. Du kannst gern den Block verwenden und das Gesäß, Schneidersitz, halber Lotus, Lotus, Heldinnensitz, was dir immer anspricht. Dann schließ deine Augen, aber lass sie leicht geöffnet und schau vor dir auf den Boden und schau dir einen tiefen Atem ein. Wenn du weißt, wie Ujjayi-Atmung funktioniert, schalte deine Ujjayi-Atmung jetzt ein. Mit der Einatmung blas den Atem in die seitlichen Rippen. Mit der Ausatmung lass die Schulterblätter nach unten sinken, die Hände sind schwer auf den Oberschenkeln. Einatmung, teleskopiere die ganze Wirbelsäule nach oben. Wirbel für Wirbel weg vom Becken. Mit der Ausatmung ziehe dein Bauchnabel leicht nach innen. Einatmung in die seitlichen Rippen. Ausatmung, Schultern tief, Bauchnabel nach innen. Der Intent der heutigen Einheit ist ein sehr klassischer Forest-Yoga-Intent. Oder ein sehr klassischer Yoga-Intent im Allgemeinen. Let go, gehen lassen. Und heute im Speziellen auf Folgendes bezogen. Wenn es dir so geht wie mir, dann warst du in den letzten Tagen, Wochen, Monaten sicher mal gestresst, unter Druck, in Klammer gesetzt, Klammer zu, von dir selbst, von anderen. Die Sache ist die, wenn wir uns selbst unter Druck setzen, oder wenn wir unter Druck gesetzt werden und stressen oder stressen lassen, dann sind wir unser, ich zitiere die Anna Forrest so wörtlich, least resourceful self. Also uns stehen dann am wenigsten Ressourcen zur Verfügung. Wir können keine guten Entscheidungen treffen, wir machen keine gute Arbeit, wir sind keine guten Partner, Freunde und so weiter und so fort. Deswegen ist es wichtig, wenn man das erkennt, dass man gestresst ist, spürt, dass man gestresst ist, dass man hier und da was tut, um das gehen zu lassen. Sie hinzulegen, zu schlafen, in die Sauna zu gehen, wenn es möglich ist. Oder Yoga zu machen und tief zu atmen. Und das machen wir heute. Und damit dir das leichter fällt, such dir einen Spot in deinem Körper aus, der sich heute ein bisschen enger anfühlt. Aber von dem du weißt, dass es sie eng macht, klein wird, eng wird, wenn du gestresst bist. Atme weiterhin tief. Bring jetzt deine Hände auf die seitlichen Rippen, entweder auf der gleichen Seite, rechts, links oder gekreuzt. Augen geschlossen. Blas jetzt den Atem tief in deine Handflächen. Und atme durch den geöffneten Mund aus. So würdest du, als würdest du nach einem Arbeitstag durch die Wohnungs- oder Haustür reingehen und wissen, ha, geschafft. Nimm einen tiefen Atemzug in die seitlichen Rippen, blas den Atem in die Rippen, in die Hände. Ausatmung, du hast es geschafft. Ha. Gerne stimmhaft oder ohne Stimme. Einatmung in die seitlichen Rippen. Blas den Atem in deine Hände. Ausatmung. Lass es gehen, was immer das ist, was dich eng haltet oder eng macht. Aber wo du eng bist, Einatmung in die seitlichen Rippen. Ausatmung, Schultern tiefer. Atme weiterhin tief, löse die Hände, öffne die Augen. Wenn du auf dem Block gesessen bist, Block zur Seite, Baddha Konasana. Für Unlocking the Hips, Stage 1, 2 and 3. Baddha Konasana, Fußsohlen vor dir zusammen, aktive Füße. Zehenballen zusammen, Fersen zusammen. Gut. Linke Hand kommt neben die linke Hüfte. Rechte Hand kommt von oben auf deinen Oberschenkel. Dann lehnst du dich nach links. Ziehst mit der rechten Hand das Fleisch vom Oberschenkel nach außen und hinten
Und dann setz dich wieder auf dein rechtes Gesäß. Der nächsten Einatmung streck deinen rechten Arm so gut es geht. Kann sein, dass du jetzt die linke Hand woanders hin platzieren wirst. Mit der Ausatmen lass deinen Kopf schon mal hängen. Einatmung, nutz deine rechte Hand, um deinen Oberschenkel aus der Hüftpfanne nach außen zu ziehen. Nicht nach unten zu drücken, sondern wirklich in Richtung Knie zu ziehen, Platz im Hüftgelenk zu schaffen. Ausatmung, geh an jederzeit durch den geöffneten Mund. Einatmung in deine rechte Hüfte. Ausatmung, lass ein Stück mehr gehen in der rechten Hüfte. Ein Layer nach dem anderen, eine Zwiebelschicht nach der anderen. Zwiebelschichten sind wichtig bei dem Wetter, das wir gerade haben, damit es da schön warm bleibt, aber ab und zu muss man es auch ablegen. Einatmung in die linke Rippenseite. Ausatmung, entspanne die rechte Hüfte noch ein bisschen mehr. Stage 2, beide Hände bleiben da, wo sie ist. Du drehst mit der Ausatmung deinen Oberkörper zum rechten Knie. Kann wieder sein, dass die linke zum linken Knie. Kann wieder sein, dass die linke Hand woanders hinkommen will. Einatmung in beide Rippenseiten. Ausatmung, Nacken ist entspannt. Schau, dass vor allem das Areal zwischen Nacken hinten und Hinterkopf, der Übergang, ganz, ganz weich wird. Es wird da ein weißes, weiches Kanickel anhucken. Aber du da so eine feine, rosa Zuckerwatte aufgelegt kriegen, die noch ein bisschen warm ist. Einatmung in die rechte Rippenseite. Ausatmung, entspann den Kiefer. Löse jetzt die rechte Hand. Bring eine Hand rechts, eine Hand links von deinem Bein, wo du dich hindrehst. Mit der Einatmung bring dein Brustbein in Richtung Meer von diesem Knie. Beide Sitzbeinhöcker bleiben fest auf der Matte. Ausatmung, nur der Kopf hängt. Fokus auf deinen Spot. Schick deinen Atem dorthin, du Platz brauchst. Tiefe Atemzüge in beide seitlichen Rippen. Ausatmung, lass noch eine Schicht mehr gehen. Kopfhaut ist entspannt. Entspann deine Ohren. Die ziehen wir meistens unbemerkt ein bisschen nach oben, wenn wir den Nacken entspannen. Der nächsten Einatmung richte dich auf. Seitenwechsel. Rechte Hand kommt seitlich neben die Hüfte. Dann lehne nach rechts die linke Hand von oben auf den Oberschenkel und drehe jetzt den Oberschenkel nach hinten und ziehe die Muskulatur weg von der Hüfte. Dann setz dich auf den linken Sitzbeinhöcker. Mit der Einatmung streckt den linken Arm so kurz geht. Kann sein, dass jetzt die rechte Hand ein bisschen woanders hinkommen will, dass du sie anders positionieren wirst. Ausatmung, lass den Kopf hängen. Zur Seite oder nach vorn ist eigentlich wurscht. Füße aktiv. Einatmung in deinen Spot. Mit der Ausatmung zieh deinen linken Oberschenkel noch ein bisschen weiter nach außen. So, fitzi-pitzi. Itzi-pitzi ist beider. Einatmung in deine linke Rippenseite. Ausatmung durch den geöffneten Mund. Tiefe Einatmung in beide Rippenseiten. Ausatmung, der Nacken ist entspannt. Einmal noch. Mit der Einatmung teleskopiere die Rippen nach oben. Mit der Ausatmung drehe den Oberkörper zum rechten Oberschenkel. Kann wieder sein, dass die rechte Hand die Position wechseln will. Mit der Einatmung zieh dein Brustbein in Richtung Knie. Ausatmung, lass den Kopf nach vorn hängen. Oh ja, 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 ja. Fokus ist jetzt auf deinem Spot und oder deiner linken Hüfte. Zwei Fotze, ha? Einatmung in deine linke Hüfte. Schaff dir da Raum. Zieh sie noch ein bisschen weiter nach außen. Ausatmung, entspann deinen Kiefer. Entspann deine Kopfhaut, deine Ohren. Löse die linke Hand
Bring eine Hand rechts, eine links vom Oberschenkel, wo du dich gerade hingedreht hast. Mit der Einatmung zieh dein Brustbein nach vorn. Beide Sitzbeinhöcker bleiben fest auf der Matte. Ausatmung, Kopf hängt. Einatmung in deinen oberen Rücken. Ausatmung, Kopf hängt. Finde deinen Sweet Spot bei der Einatmung, dass du zwar tief einatmest, aber nur so tief bis zu einem Punkt, wo du noch entspannt bleiben kannst, dass du quasi dich nicht überfüllst. Was passiert mit einem Luftballon, der überfüllt ist, wo der Druck innen zu groß wird? Er platzt. Und im Allgemeinen ist es so, wenn ein Mensch unter Druck ist, gibt es zwei Wege, um diesen Druck loszuwerden. Entweder dieser Mensch implodiert, dann tut er sich selbst weh, oder dieser Mensch explodiert und tut der anderen weh. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier und da ein Ventil schaffen, um den Druck abzulassen. Mit der nächsten Einatmung richte dich auf, eine Hand hebt den Kopf zurück in die Mitte und dann leg dich auf den Rücken für Elbow to Knee. Und schau, dass du gleich deinen Block in greifbarer Nähe hast. Wir brauchen den demnächst. Am besten kommst du auf den Rücken über die Seitenlage. Das ist die gelenkschonende, rückenschonende Pensionisten-Variante, die auch für junge Leute sehr gut geeignet ist. Verschränk die Hände hinter Kopf und Nacken. Füße von der Matte, Beine sind 90 Grad gebeugt. Mit der Einatmung kommen Kopf und Schultern hoch. Halte den Atem, drück den unteren Rücken in die Matte. Mit der Ausatmung Ellbogen leicht über das linke Knie ziehen, zieh den Bauch tief. Also wenn über meinem Knie, so ca. 20 cm Höhe, ein Punkt wäre, da will ich die Ellbogen hinbringen. Einatmung, beide Beine beugen. Atem halten, unteren Rücken in die Matte drücken. Ausatmen, Ellbogen leicht über das rechte Knie, zieh den Bauch tief. Einatmen, beide Beine beugen. Halte den Atem, drück den unteren Rücken in die Matte. Ausatmung, Ellbogen zum linken Knie. Streck dein rechtes Bein, zieh den Bauch tief. Einatmung, beide Beine beugen. Halte den Atem, drück den unteren Rücken in die Matte. Ausatmen, Ellbogen zum rechten Knie, streck dein linkes Bein, Bauch tief, Mundwinkel nach oben. Einatmung, beide Beine beugen. Halte den Atem, drück den unteren Rücken in die Matte. Ausatmen, Ellbogen zum linken Knie, streck dein rechtes Bein, Bauch tief. Einatmen, zurück in die Mitte. Atem halten, unteren Rücken in die Matte. Ausatmen, Ellbogen zum rechten Knie, streck dein linkes Bein, zieh den Bauch tiefer. Einatmung, beide Beine beugen. Mach selbstständig pro Seite noch zwei Wiederholungen und sei froh, dass du keine Spinne bist. Gerne atme durch den geöffneten Mund aus. Ah, herrlich. Komm zum Abschluss. Bring beide Füße auf die Matte. Schnapp dir den Block für Bridge with a Block, Ankle over Thigh. Füße sind hüftbreit und parallel und aktiv. Bring den Block wahrscheinlich mit der höchsten Stufe unter dein Kreuzbein, außer du hast sehr, sehr kurze Beine, Unterschenkel, dann mit der mittleren Stufe. Dann bring deinen rechten Fuß leicht in die Mitte. Mit der Einatmung bring deinen linken Fuß über den rechten Knöchel. Mit der Ausatmung lass das linke Knie nach unten sinken, die Hüftbeinknochen bleiben aber parallel zum Boden. Das heißt, ein Hüftbeinknochen kommt nicht tiefer als der andere, sondern es geht nur das Knie zur Seite. Einatmung. Zieh dein Brustbein in Richtung Kinn. Mit der Ausatmung drück den Fuß, der auf der Matte ist, leicht in diese.
Nacken ist lang, Arme sind entspannt, tiefer Atemzug in die seitlichen Rippen. Teleskopiere auch in dieser Position die Rippen weg vom Becken. Ausatmung, nutzt deine Hüftmuskulatur links, um die linke Hüfte noch ein bisschen weiter nach außen zu ziehen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, nimm deine linke Hand wie von vorn, wie vorher, von oben auf den Oberschenkel und ziehe den Oberschenkelknochen nach außen. Fokus auf deinen Spot. Gerne schließ deine Augen, nimm einen tiefen Atemzug, deinen nächsten tiefen Atemzug in deinen Spot. Und vielleicht siehst du vor dem inneren Auge sogar, wie dieser Spot ausschaut. Ob der Form, eine Farbe, bewegt er sich. Wenn du deine Hand am Oberschenkel hast, löst den Griff, Seitenwechsel. Linker Fuß auf die Matte, leicht in die Mitte gestellt. Rechter Knöchel über linken Oberschenkel. Arme entspannt. Einatmung in die seitlichen Rippen. Ausatmung, drück den linken Fuß in die Matte und gleichzeitig drück den rechten Knöchel von oben gegen den Oberschenkel. Zieh dein rechtes Knie nach unten und leicht nach außen. Rechter Fuß auf die Matte, heb dein Gesäß, Block zur Seite. Frog Lifting Through. Verschränk deine Hände in der Kopf und Nacken, Knie kommen über die Hüften, Füße ein bisschen tiefer als die Knie, dann grätsch die Beine auseinander. Die Knie sind in einer Linie mit den Hüften, die Füße sind in einer Linie mit den Knien. Das heißt, sie sind nicht höher, sondern auf gleicher Ebene. Nimm einen tiefen Atemzug in deinen unteren Rücken, Kopf und Schultern kommen hoch. Mit der Ausatmung zieh dein Schambein in Richtung Bauchnabel, zieh den Bauch tief. Einatmung, leg das Becken leicht ab. Ausatmung, zieh dein Schambein in Richtung Bauchnabel, zieh den Bauch tiefer. Einatmung, leg dein Becken leicht ab. Mit der Ausatmung verkürzt den Weg zwischen Schambein und Bauchnabel, zieh den Bauch tief. Einatmung, leg dein Becken ab, mach in deinem Atemtempo noch 2 Wiederholungen. Wenn du fertig bist, leg Kopf und Schultern ab, Hände von außen auf die Oberschenkel, bring die Knie zusammen, komm über die Seitenlage auf alle 4. For a little dolphin, Delfin. Machen wir es gleich gemeinsam. Bring deine Unterarme auf die Matte, miss die exakte Ellbogendistanz, indem du die gegenüberliegenden Oberarme greifst. Hände verschränkt oder Unterarme parallel, Kopf hängt. Stell die Zehen auf, mit der Einatmung blas deine seitlichen Rippen richtig auf. Ausatmung, heb die Knie von der Matte. Mit deiner nächsten Einatmung ziehe die Sitzbeinhöcker weg von den Rippen. Ziehe die untersten Rippen weg von den Schultern. Mach die Wirbelsäule lang hinten nach oben. Ausatmung, drück die Unterarme in die Matte. Kopf hängt weiterhin. Einatmung, lange Wirbelsäule. Ausatmung, drück die Oberarme in die, Unterarme in die Matte. Wenn es in deiner Praxis ist, schließ deine Augen, Fokus auf deinen Spot. Upside down jetzt. Der Kopf ist unterm Herz. Kannst du deinen Fokus trotzdem auf deinen Spot lenken? Kannst du den visualisieren, wie er ausschaut? Oder sie? Und dann bring mehr Weite ein mit deiner tiefen Einatmung.
Mit deiner nächsten Ausatmung setz die Knie ab und komm hoch ins Stehen für einen Twisting Horse Stance. Reiterposition, breiter Schritt. Setz dich tiefer und schau, dass deine Knie in die gleiche Richtung zeigen wie die Zehen. Und dass die Knie nicht noch vorne wegkippen, sondern du sie nach hinten bringst, ja? Da brauchst du den Hintern dafür. Und dann stell dir vor, wie du dir auf ein richtig kleines Pony draufsetzt. Das ist winzig. Hände kommen von oben auf die Oberschenkel, relativ nah an die Knie. Mit einer Einatmung streck die Arme so gut es geht, die Schultern dürfen nach oben kommen. Mit der Ausatmung dreh die nach links. Bei mir macht es Klick-Klack. Einatmung, streck die Arme so gut es geht. Lange Wirbelsäule. Je mehr du deine Arme veränderst, umso weniger müssen die Beine arbeiten. Ausatmung, gern durch den geöffneten Mund. Der nächsten Einatmung kommt zurück in die Mitte. Ausatmung, Drehung nach rechts. Schultern dürfen hochkommen und setz die mit deiner nächsten Ausatmung nochmal tiefer. Richtig in deine Arme rein. Mit deiner nächsten Einatmung dreh dich zurück in die Mitte. Streck die Beine und dann Charlie Chaplin deine Füße zusammen. Für Sonnengrüße, komm in den vorderen Teil deiner Matte. Bring die Hände vor der Brust zusammen. Einatmung, Arme kommen über den Kopf. Vorwärtsbeuge mit gebeugten Knien. Lunge, Einatmung, linker Fuß steigt zurück. Ausatmung, setzt das Knie ab. Einatmung, richte dich auf. Ausatmung, Liegestütz. Einatmung, setz die Knie ab. Ausatmung, leg dich auf den Bauch. Hände ein bisschen weiter nach vorne, Low Cobra. Einatmung, zieh dein Brustbein nach vorne. Ausatmung, herabschauender Hund. Lunge. Einatmung, linker Fuß nach vorne. Ausatmung, setz dein rechtes Knie ab. Einatmung, richte dich auf, Vorwärtsbeuge, Ausatmung, Hände auf die Matte, rechter Fuß steigt nach vorn, Knie sind gebeugt, Einatmung, richte dich auf, Ausatmung, Hände vor der Brust, Einatmung, über den Kopf, Ausatmung, lass ein Stückchen mehr gehen, Lunge, Einatmung, rechter Fuß steigt zurück, Ausatmung, setz dein rechtes Knie ab. Einatmung, richte dich auf. Ausatmung, Hände auf die Matte, steig zurück ins Brett. Einatmung, Knie ablegen. Ausatmung, leg dich auf den Bauch. Hände ein bisschen weiter nach vorne. Einatmung, zieh dein Brustbein nach vorn. Ausatmung, herabschauender Hund. Lunge, Einatmung, rechter Fuß steckt nach vorn, Ausatmung, setzt dein linkes Knie ab. Einatmung, richte dich auf. Ausatmung, Hände auf die Matte, linker Fuß steckt nach vorn, lass den Kopf hängen. Einatmung, richte dich auf. Ausatmung, Hände vor der Brust zusammen. Machen wir noch eine Runde ein bisschen schneller. Einatmung, Arme über den Kopf, Vorwärtsbeuge. Lunge, Einatmung, linker Fuß steckt zurück, Knie abgesetzt, richte auf. Ausatmung, Hände auf die Matte, steig zurück. Einatmung, Knie optional ablegen, Ausatmung, leg dich auf den Bauch. Low Cobra oder Cobra, Einatmung, zieh dein Brustbein nach vorne. Herabschauender Hund, Ausatmung. Lunge, Einatmung, linker Fuß steigt nach vorn, Knie absetzen, aufrichten. Ausatmung, Hände auf die Matte, rechter Fuß steigt nach vorn, lass den Kopf hängen. Einatmung, richte dich auf.
Ausatmung, Hände vor der Brust zusammen. Für B-Series with three pose vignettes. Stimmt das? Ja, three pose vignettes. Chair Pose. Einatmung, Arme über den Kopf. Setz dich zurück auf den imaginären Stuhl. Utkatasana. Vorwärtsbeuge, Ausatmung. Halbe Vorwärtsbeuge. Hände auf die Schienbeine mit der Einatmung. Steig deine Wirbelsäule nach vorn, komm halb hoch. Ausatmung, steig oder spring zurück, wenn du springst, dann in deine gebeugten Ellbogen. Einatmung, Low Cobra oder Cobra, richte dich auf. Ausatmung, herabschauende Hand. Triangle Pose. Einatmung, linker Fuß steigt nach vorn. Der Schritt ist ca. 1 Meter bis 1,20 Meter. Vorderer Fuß zeigt nach vorn. Hinterher zur Seite, Hüfte zur Seite. Einatmung, Arme kommen über den Kopf. Ausatmung, beug dich nach links über das vordere Bein. Die Hand kommt auf die Hüfte, am Oberschenkel, Schienbein, Block, Matte, je nachdem wie flexibel du bist. Mit der Einatmung streck den rechten Arm nach oben für Chest Opener. Wenn es sich besser anfühlt, bring deine Hand von hinten in den Hosenbund oder auf dem Oberschenkel. Das ist eine Option. Komm so hoch, dass du mit deiner nächsten Einatmung deine untere Rippenseite, wenn die eingeknickt ist, lang machen kannst. Das sind keine Falten, aber fast keine. Ausatmung, aus dem Kopf hängen. Tiefes entspannt, Fokus auf deinen Spot. Nimm einen tiefen Atemzug in deinen heutigen Körperteil, den du entstressen willst, den du Druck befreien willst oder Ventil reinschauen willst. Ausatmung durch den geöffneten Mund, lass den Druck ab. Aber gerne wie eine Teekanne so. Mach jeden Sound, der da hilft, dass du nach dieser Praxis entspannter bist als jetzt oder als davor. Extended Warrior Variation. Beug dein vorderes Knie, bring den vorderen Unterarm auf den Oberschenkel. Hand kommt auf Hosenbund oder Oberschenkel von hinten. Nutz den Griff. Mit der Einatmung bring deine rechte Schulter weiter nach hinten. Ausatmung, lass deinen Nacken richtig entspannt, richtigen Kopf hängen lassen. Nutz den Unterarm, wenn jetzt deine linke Schulter neben deiner linken Wange pickt oder deinem Ohr, dann aktiviere deine linke Schulter, das ist ein aktiver Stütz. So als würdest du neben einer Bar stehen oder an einer Bar und ein Bier trinken oder ein Glas Wein oder was dir schmeckt, weiß man ja fast schon gar nicht mehr, wie das ist, an einer Bar zu stehen. Mach die rechte Seite richtig lang mit der nächsten Einatmung. Zieh die untersten Rippen weg vom oberen Beckenkamm. Und dann mit der Ausatmung lass im Nacken noch ein Layer mehr gehen. Schalt die Zwiebel noch ein bisschen mehr ab. Löst den Griff. Dreh dich nach vorne, Beine, Hände auf die Matte und polster dein hinteres Knie für Easy Twisting Lunge. Und bei Easy Twisting Lunge mache ich zwei Dinge sehr gern. Ich stelle die hinteren Zehen auf, beide Oberschenkel sind übrigens im 90-Grad-Winkel, ich stelle die hinteren Zehen auf, weil dann stehe ich stabiler. Ich mache den Schritt ein bisschen breiter, dann stehe ich noch stabiler und ich nutze einen Block. Am liebsten in der mittleren Stufe, ab und zu in der kleinsten. Der Block kommt vorne dahin, wo meine Hand normalerweise auf der Matte wäre. Gut soweit. Mit der Einatmung, bevor du dich jetzt drehst, bevor du twistest, denk nach vorne, mach deine Wirbelsäule lang nach vorne auf beiden Seiten. Mit der Ausatmung zieh zuerst den Bauchnabel nach innen und dann dreh aus deiner Mitte nach oben. Linker Arm in Chest Opener, rechte Schulter zieh weg vom Ohr. Wenn du deine rechte Schulter nicht weg vom Ohr ziehen kannst, dann nimm den Block noch höher oder nimm überhaupt einen Block. Kopf hängt.
Einatmung vor allem in die rechte Rippenseite. Ausatmung, entspann den Kiefer. Let that shit go. Das ist eine Morgentoilette. Auch wenn jetzt gerade nicht morgen ist, aber vielleicht doch. Für den einen oder die andere. Einatmung, zieh die unteren Rippen weg vom Beckenkamm. Ausatmung, zieh die Schulterblätter hinterm Rücken zusammen. Das hilft dir dabei, die Brust noch ein bisschen weiter zu öffnen. Mit der nächsten Ausatmung, bring beide Hände auf die Matte. Steig zurück in Plank, Liegestütz. Einatmung, setz die Knie optional ab. Ausatmung, leg dich auf den Bauch. Für eine Cobra oder Mini-Cobra, Einatmung, zieh dein Brustbein nach vorne. Herabschauender Hund, Ausatmung, drück dich zurück. Seitenwechsel. Triangle Pose. Einatmung, rechtes Bein steigt nach vorn. Schritt ist ca. 1 Meter bis 1,20 Meter. Beide Beine gestreckt, vorderer Fuß zeigt nach vorn, hinterer zur Seite. Hüfte zur Seite. Einatmung, Arme über den Kopf. Ausatmung, lehne über das vordere Bein. Die Hand, Hüfte, Oberschenkel, Schienbein, Block, Matte, was auch immer. Schau aber, dass deine untere Seite lang bleibt. Ich habe vorher gesagt, fast keine Falten, vergiss das, kompletter Bullshit. Ich hätte gern, dass da Länge drin ist, dass kein Knick drinnen ist, sondern höchstens so ein Bogen. Wie beim alten Kunstwerk, beim alten Gebäude, ein schöner Bogen. Linker Arm kommt nach oben in Chest Opener oder du greifst deinen Hosenbund oder Oberschenkel von hinten. Einatmung, zieh beide Flankenseiten lang. Wenn du es brauchst, komm ein bisschen höher. Ausatmung, entspann den Nacken. Einatmung, teleskopier die Rippen noch ein bisschen mehr weg vom Becken. Ausatmung, zieh die Schulterblätter hinterm Rücken zusammen. Schließ deine Augen und erspür deinen Spot. Wie fühlt das sich an in dieser Position? Meistens ist es nämlich so, wenn wir einen Körperteil haben, der schon eng ist, und wenn wir uns dann überanstrengen, wenn wir zu weit gehen in Positionen, dann macht er noch weiter zu. Jetzt frag deinen Spot, frag dich selbst, bist du gerade über dem Limit? Brauchst du ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, damit du deinen Spot einladen kannst, weicher zu werden? Wie Creme Brûlée. Und ich meine nicht oben das Knackige, sondern unten das Cremige. Extended Warrior Variation. Beug dein vorderes Knie, Unterarm am Oberschenkel, wurschtel den hinteren Fuß ein bisschen mehr zurück, greif von hinten Hosenbund oder Oberschenkel. Nutz den Griff mit der Einatmung, zieh die obere Schulter nach oben. Mit der Ausatmung drück den unteren Arm gegen den Oberschenkel, aktiviere deine rechte Schulter und dann lass den Kopf hängen. Vorderer Fuß ist aktiv. Spreiz die Zehen leicht, heb sie leicht von der Matte. Wenn es in einer Praxis ist, schließ deine Augen, Fokus auf deinen Spot. Das kannst du in jeder Position machen. Warum Augen schließen in der Position, auch allgemein beim Yoga oder wenn du dich mit dir selbst beschäftigst? Naja, unser Sehsinn ist so dominant, dass ein Großteil der Daten, die wir von draußen erfassen, noch drüber laufen. Das ist eine Ablenkung, wenn es ums Gespieren geht. Löse den Griff, beide Hände vorne, einer links, einer rechts vom Fuß. Knie gepolstert, abgelegt. Für Easy Twisting Lunge. Wieder die Option. Auf jeden Fall hast du beide Beine 90 Grad gebeugt. Mach Schritt gerne ein bisschen breiter, stell die hinteren Zehen auf für mehr Stabilität. So, da hinten mehr Stabilität. Gut, du schnappst dir deinen Block, falls den du brauchst. Ich brauche ihn auf jeden Fall. Mit der Einatmung lehne dich schon mal nach vorn und denk, dass du deine Wirbelsäulen nach vorne vom Becken wegziehst. Bring deine Hand am Block oder auf die Matte oder auf den Boden. Und mit der Ausatmung zieh deinen Bauch nochmal nach innen und dann dreh dich nach oben. Chest Opener,
zieh die untere Schulter weg vom Ohr, zieh die Schulterblätter hinterm Rücken zusammen. Wenn du jetzt stabil stehst, wenn du das Gefühl hast, beide Flankenseiten sind einigermaßen gleich lang, dann schließ mit deiner nächsten Ausatmung deine Augen. And guess what? Focus auf deinen Spot. Erspür, erfühl, erfrag, erforsche. Wie kannst du den Teil von dir, wie kannst du die Teile von dir einladen dazu, dass sie sich entspannen? So, als würdest du eine gute Freundin zum Essen einladen. Und du fragst sie, was sie gern isst und kochst es für sie. Das wäre übrigens ein sehr cooler Umgang, wenn wir den jeder individuell mit uns selbst hätten, wenn wir uns selbst so behandeln würden wie unsere besten Freunde, Freundinnen. In der nächsten Ausatmung löst die Position, bringt beide Hände auf die Matte und steigt zurück in den herabschauenden Rumpf. Den Block, schau, dass du den Griff bereit hast, für Extended Warrior. Einatmung, linkes Bein steigt nach vorn. Stell den hinteren Fuß ab zur Seite, zweiter Kriegerbeine. Das ist wie Extended Warrior Variation. Und ich sage das deswegen, weil du, wenn du merkst, wenn Extended Warrior zu viel ist, dass du in Extended Warrior Variation nochmal kommen kannst. Das haben wir gerade vorher gemacht. Unterschied zu Extended Warrior ist, der vordere Unterarm wird nicht abgestützt am Oberschenkel, sondern der stützt an der Innenseite vom Fuß, in meinem Fall auf dem Block. Der rechte Arm zieht in Chest Opener. Wenn du weitergehen kannst, Arm Overhead. Du machst die ganze rechte Seite vom kleinen Zehen bis zum kleinen Finger lang. Einatmung, egal wo du bist, in der rechte Flankenseite. Mit der Ausatmung nutz die Berührung zwischen linken Oberarm und linker Oberschenkelinnenseite, um die noch ein bisschen weiter aufzudrehen. Das heißt, die rechte Schulter weiter nach hinten oben zu bringen. Der Kopf hängt. Mach deine rechte Seite so richtig schön lang, wie ein Gummibandel. Deiner nächsten Ausatmung, bring beide Hände innen vom vorderen Fuß für Maine Coon Stretch. Das hintere Bein ist gestreckt, das heißt, dein Knie ist durchgestreckt, dein Gesäß ist hot and active. Du bleibst jetzt entweder auf deinen Händen oder du nutzt den Block, um auf deine Unterarme zu kommen. Oder du tust den Block zur Seite und bringst deine Unterarme auf die Matte. Wenn du jetzt das Gefühl hast, bei mir ist das zum Beispiel so, ich glaube, man sieht es recht gut, dass man so einen Buckel kriegt. Weil ich bin jetzt viel zu tief, ich habe jetzt einen Buckel im oberen Rücken. Nimm mit dem Block und komm einen Schritt höher. Der schaut viel besser aus. Mit der Einatmung zieh deine rechte Ferse nach hinten weg, aktiviere dein rechtes Gesäß. Mit der Ausatmung lass den Kopf hängen. Tiefe Atemzüge. Blödsinn. Einen tiefen Atemzug in deine linke Hüfte. Gerne atme durch den geöffneten Mund aus mit Sound. Setz das hintere Knie ab. Pigeon, klassisch. Bring dein vorderes Bein quer über die Matte. Dein linkes Gesäß darf in der Luft sein. Schau auf jeden Fall, dass dein rechter Fußrücken gut in die Matten drückt und dass dein Becken nach unten zeigt. Also nicht seitlich auftritt, sondern nach unten. Und du bleibst entweder aufrecht oder bringst die Unterarme auf die Matten
vielleicht sogar die Stirn auf die Hände. Und egal wo du jetzt bist, Pigeon ist eine super Position, um dir vereinigt schauen ins Tee. Und du hängst da nicht drinnen, sondern dein rechtes Gesäß ist aktiv, der rechte Fußrücken drückt in die Matte. Das ist so als wie dein Anker, dass du in deiner Praxis bleibst und nicht davon driftest. Nimm einen tiefen Atemzug in deine linken Hüftaußenseite. Deine nächsten Ausatmung sink ein bisschen tiefer in die Position. Rechtes Bein ist noch immer aktiv. Und spür den Unterschied zwischen deinem linken Bein und deinem rechten Bein. Das eine wird gedehnt, das andere ist aktiv. Deiner nächsten Einatmung, richte dich auf. Komm zurück in die Liegestützposition. Knie optional ablegen. Ausatmung, leg dich auf den Bauch. Low Cobra oder Cobra. Einatmung, zieh dein Brustbein nach vorne. Fußrücken drücken in die Matte. Ausatmung, herabschauen rund. Für Extended Warrior auf der anderen Seite. Einatmung, rechtes Bein steigt nach vorn. Entweder wie vorher, nochmal Extended Warrior Variation, oder du nutzt den Block, wenn du ihn brauchst, an die Innenseite vom vorderen Fuß, Hand kommt drauf. Einatmung, zieh deinen linken Arm nach oben, in Chest Opener. Nutz den Touch zwischen rechten Oberarm und rechter Oberschenkelinnenseite, wie ein Hebel, dass dein Arm noch weiter zurückgeht. Ausatmung, aus dem Kopf hängen. Schultern sind weg von den Ohren. Wenn du jetzt weitergehen willst, streck deinen linken Arm nach vorn. Wenn du einen Arm über den Kopf hast, dreh die Handfläche zu dir, kleinen Finger nach unten. Shoulder Wrap. Fühl die Länge, die du jetzt kreierst, von der linken Zehenspitze bis zum linken kleinen Finger. Ausatmung, geh an den geöffneten Mund. Herrlich. Einatmung, mach die linke Seite richtig lang. Ausatmung, entspann den Kiefer. Vorderer Fuß ist aktiv, vordere Hüfte ist aktiv. Das heißt, du hängst nicht in der Hüfte drin, sondern die Muskulatur um die Hüfte ist stabilisierend. Dein rechtes Gesäß ist aktiv. Du schaffst dir dadurch Länge. Wie geht das, wenn du nicht weißt, wie du das verfügbar machst? Drück die vordere Ferse mehr in die Matten. Dann springt die Muskulatur an. Ausatmung, Release. Beide Hände an die Innenseite vom vorderen Fuß. Main Coon Stretch. Linkes Bein ist gestreckt. Linkes Gesäß ist aktiv. Du kommst so hoch oder so tief, solange dein oberer Rücken sich nicht rundet. Bei mir ist das jetzt zum Beispiel so, meine rechte Hüfte ist nicht so offen wie die linke. Ich muss da hoch auf die Hände kommen. Vorher war ich auf den Unterarmen am Block und das ist vollkommen okay. Wir sind keine symmetrischen Wesen. Kaum. Aber nur ganz wenige sind symmetrisch. Einatmung, zieh deinen Scheitel weg von der Ferse. Zieh die Ferse weg vom Scheitel. Ausatmung, lass den Kopf hängen. Entspann deinen Kopf hart, entspann deine Ohren. Vorderer Fuß ist aktiv, hinterer Fuß ist so aktiv, als würdest du gerade beim 100-Meter-Lauf aus dem Startblock raus sprinten. Deiner nächsten Ausatmung setzt das hintere Knie ab. Vorderen Schenkel quer über die Matte für Pigeon. Pigeon auf Französisch, keine Ahnung, ob das stimmt, ich vergesse es immer wieder.
Lass dein rechtes Gesäß tiefer sinken und du bleibst entweder aufrecht oder kommst auf die Unterarme oder die Hände bilden am Polster, bilden einen Polster. Stirn auf die Hände. Denk wieder an deinen Anker. Du wirst jetzt nicht wegdriften, du bist inmitten deiner Praxis. Linker Fußrücken drückt in die Matte. Linkes Gesäß ist aktiv. Das ist deine Verbindung sozusagen zur realen Welt. Augen geschlossen. Fokus auf deinen Spot. Nimm einen tiefen Atemzug in die Außenseite deines rechten Oberschenkels. Mit der Ausatmung lass dieses Areal in deinem Körper noch ein bisschen weicher werden. Die Außenseite vom Oberschenkel. Und spür, wie vielleicht dadurch dein Spot ein bisschen weicher wird. Einatmung in den oberen Rücken. Ausatmung, pack den Spot richtig in Watte ein. Und ganz weich. Massier ihn, lad ihn ein, aufzumachen. Und wenn nur ein kleiner Riss entsteht, an dieser harten Kruste von dem Spot, ist das vollkommen okay. Von Leonard Cohen gibt es einen Song mit einer Textzeile, there is a crack in everything and this is where the light gets in. Nimm einen tiefen Atemzug und lass das Licht deines Atems durch diesen Riss, der da vielleicht entstanden ist, in deinem Spot reinscheinen. Ausatmung, entspann den ganzen Kopf, Nacken, Kiefer, Stirn, Kopfhaut, Ohren, Nasenspitze. Den nächsten Einatmen, komm hoch. Ausatmung, drück dich zurück in den herabschauenden Hund. Warrior 2 with Eagle Arms. Einatmung, steig mit dem linken Bein nach vorne. Zweiter Krieger Beine. Linkes Bein ist vorne. Das heißt, rechter Arm ist jetzt oben. Streck die Arme zur Seite mit der Einatmung. Mit der Ausatmung verwickel deinen rechten Arm über den linken. Mit der Einatmung zieh die Ellbögen weg von den Schultern nach vorne oben. Also du wirst die Ellbögen nach vorne ziehen, nach oben ziehen und mit der Ausatmung kommen die Schultern tiefer. Und wenn du weitergehen kannst, lass deine Stirn auf den Unterarmen absinken und schließ deine Augen. Very advanced this is. Entweder bleibst du hier oder mit deiner nächsten Ausatmung kommst du in Emu, indem du dich nach vorne beugst mit verschränkten Händen. Zwischenstopp ist, Oberkörper auf Oberschenkel legen. Das nimmt ein bisschen den Saft, ein bisschen den Pfeffer aus dieser Position fürs vordere Bein. Egal wo du bist, mit deiner nächsten Einatmung, zieh einen saftigen Atemzug in deine seitlichen Rippen. Ausatmung, entspann den Kiefer. Auch wenn es jetzt für die Beine vielleicht anstrengend ist, wenn die kochen. Löst deine Arme. Head Twinkle Prep. Schnapp dir den Block. Die vordere Hand kommt an die Innenseite vom Oberschenkel. Die hintere Hand kommt auf den Block. Je nachdem, wie flexibel du bist, brauchst du den Block oder nicht, oder in verschiedenen Höhen. Streck deinen linken Arm. Zieh deine linke Rippenseite lang. Mit der Ausatmung lass deinen Kopf hängen. Streck dein Gesäß ein bisschen nach hinten aus, wie eine Ente. Wenn du weißt, du hast zur Hohlkreuz-Tendenz, dann sei vorsichtig mit dem Move, aber meiner Erfahrung nach brauchen das die meisten Leute. Kopf hängt. Nutz den Griff am linken Oberschenkel, um deine Hüfte lang zu machen.
How much pleasure can you take? How much can you release? Wie viel kannst du gehen lassen? Wie sehr kannst du diese Position genießen? Release. Löst die Position, beide Hände nach vorne, steigt zurück ins Brett. Mit der Einatmung legt die Knie optional ab. Ausatmung, legt dich auf den Bauch. Low Cobra, Einatmung, zieh dein Brustbein nach vorn. Ausatmung, herabschauender Hund. Warrior 2 with Eagle Arms. Einatmung, rechtes Bein steigt nach vorne. Ausatmung, setzt ihn noch ein bisschen tiefer. Mit deiner nächsten Einatmung, bring die Arme zur Seite. Ausatmung, linker Arm über dem rechten. Verwickel sie ineinander. Einatmung, zieh die Ellbogen weg von den Schultern, ein bisschen höher als die Schultern. Von der Ausatmung, zieh die Schultern tiefer. Stirn optimal nach vorn abgelegt auf die Unterarme. Nein, optional abgelegt. Und bei all dem setz die Vera tiefer. Schließ deine Augen. Einatmung zwischen deine Schulterblätter. Ausatmung gern durch den geöffneten Mund. Entweder bleibst du hier oder im You, du beugst dich nach vorn. Oder als Zwischenstufe, leg deinen Oberkörper am vorderen Oberschenkel ab. Geh nur so weit, dass sich dein Spot ein bisschen weicher nach der Position anfühlt und geh weit genug, dass sich dein Spot weicher anfühlt. Weil der Spot braucht meistens, wenn er hart ist und eng ist, ein bisschen eine Flamme, ein bisschen ein Feuer, dass er sich aufwärmen kann, damit er weicher wird. Release, schnapp dir deinen Block für High to Ankle Prep. Bring den Block unter die linke Schulter. Wenn du ihn brauchst, kann das sein, dass du flexibel genug bist und deine Hand direkt auf die Matten bringst. Vordere Hand an die Innenseite vom Oberschenkel. Einatmung, streck deinen rechten Arm. Rechte Rippenseite, mach einen leichten Bogen. Ausatmung, lass den Kopf hängen. Nutz die vordere Hand, um die Oberschenkel Innenseite nach vorne, raus aus der Hüftpfanne zu ziehen. Platz im Hüftgelenk schaffen. Ausatmung, entspann den Kiefer. Deiner nächsten Ausatmung, löst die Position. Steig direkt zurück in den herabschauenden Hund. Mit der Ausatmung setz die Knie ab. Und dann komm hoch ins Sitzen und schau kurz her. Es gibt jetzt einige Optionen. Für die Primetime Pose. Und ich fange mal mit der mittleren Variante an. Also mit Mittelmanne, Schweregrad. Head to ankle at the wall. Ich werde jetzt kurz den Rücken zuwenden. Head to ankle at the wall schaut folgendermaßen aus. Ein Bein kommt so hoch an die Wand, wie es geht. Der hintere Fuß bei mir ist, ich hoffe, das sieht man gut, jetzt seitlich gestellt, damit ich mehr Druck in die Wand kriege. Und ich erlebe das immer wieder, meistens um Schülerinnen damit Probleme, dass der Fuß abrutscht, weil sie zu wenig Druck in die Wand kriegen. Also, hinterer Fuß, Zehenspitzen leicht nach außen gedreht und dann hänge ich meinen Oberkörper vorne neben dem Bein vorbei. Oder ich gehe weiter, greife den Knöchel und versuche meinen Hinterkopf hinter die Ferse zu bringen. Das ist Variante 1. Wenn du diese Variante machst,
bleibt pro Seite 5 bis 8 Atemzüge. Einfachere Variante ist Tree Pose. Tree Pose kennt man. Fuß an die Innenseite vom Oberschenkel, niemals aufs Knie. Und dann Hände nach unten, auf die Hüfte, vorm Herz zusammen oder nach oben. Wichtig ist, dass man der Oberschenkel und Fußsohle gegeneinander drückt. Wenn du diese Position machst, es dir vom Körperlichen her genug ist, kannst du dich dahingehend fordern, dass du dann die Augen schließt. Ja, ist ein anderes Level. Auch in dieser Position 5 bis 8 Atemzüge. Das war die Down-Level, die leichtere Variante. Schwierigere Variante von Head to Ankle at the Wall, beziehungsweise eine Variante, die ähnlich ist, ein bisschen andere Position, ist Standing Pigeon. Standing Pigeon schaut folgendermaßen aus. Ich schnappe mir meinen Unterschenkel und bringe meinen Fuß, so gut es geht, oben in Richtung Brustbein. Und dann ziehe ich ihn langsam zum Brustbein her. So gut es geht. Ihr seht, ich bin selber in den Hüften nicht so flexibel. Und es gibt zu dieser Up-Level-Variante, die ich jetzt gerade gesagt habe, Standing Pigeon, eine Down-Level-Variante, in der du dich an die Wand lehnst und dann dein Bein nach oben bringst. Auch hier bleibt pro Seite für 5 bis 8 Atemzüge. Also ich wiederhole nochmal. Head to ankle at the wall. Das ist Variante 1. Tree Pose, Variante 2. Standing Pigeon, Variante 3. Mit der Option Standing Pigeon at the wall. Los geht's, mach im eigenen Tempo 5 bis 8 Atemzüge pro Seite. Und ich mache währenddessen Head to ankle at the wall, weil es so schön ist. Egal wo du bist, nutz diese abschließende Position im heißeren Teil von dieser Yoga-Praxis dazu, um dich mit deinem Spot zu connecten. Gerne atme durch den geöffneten Mund aus, summend, brummend, Motorboot, raunzend, sanfte Löwenatmung, was immer du brauchst, dass du als Ganzes weicher wirst. Schau, dass du in den nächsten 2 bis 3 Atemzügen zum Seitenwechsel kommst, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und triff jetzt die Entscheidung, die Dinge auf deiner Matte zu lassen. In deiner Praxis zu lassen, die du jetzt nicht mehr haben willst, jetzt nicht mehr brauchst. Das können kleinere Dinge sein. Kleinere Dinge, die dir einfach auf die Nerven gehen, die dich stressen, die dich eng werden lassen, die Druck auf dich ausüben. Egal, ob die von außen kommen oder von innen. Komm zu einem Abschluss und komm ins Sitzen und über die Seitenlage in eine liegende Position, in Rückenlage, für Back Release Pose. Super Position, um den unteren Rücken zu entspannen. Wenn man Ischias-Probleme hat, ist das auch ganz, ganz was Feines. Bring deinen linken Knöchel über den rechten Oberschenkel.
haben zwischen den Beinen, eine außen und darum, verschränkt die Hände entweder hinterm Oberschenkel oder vom Schienbein. Dann nimmt man einen tiefen Atemzug in den unteren Rücken. Der linke Fuß ist aktiv, zieht die Zehenspitzen zum Knie, Fußsohle zeigt zur Seite. Mit der Ausatmung zieht dein rechtes Knie ein bisschen weiter zu dir her. Einatmung in den unteren Rücken. Ausatmung, zieh das Knie weiter her. Lass den Nacken lang, bring das Kinn leicht zur Brust. Schließ deine Augen. Löst die Position. Beide Hände auf die Matte, beide Füße auf die Matte, so. Rechter Oberschenkel über dem linken Bein. Rechter Knöchel über dem linken Oberschenkel. So, jetzt habe ich es gleich mit dem Körperteilen. Eine Hand durch die Beine, eine Hand seitlich. Greif von hinten den Oberschenkel oder von vorne das Schienbein. Rechter Fuß ist aktiv. Zieh die Zehenspitzen zum Knie. Fußsohle zeigt zur Seite. Ausatmung. Bring dein linkes Knie ein bisschen mehr in Richtung Brust. Und im eigenen Atemtempo, mit jeder Ausatmung, zieh das Knie ein bisschen weiter zu dir her. Mit jedem Atemzug in den letzten Minuten deiner Praxis lass noch ein bisschen mehr los. Lade deinen Spot noch ein bisschen mehr dazu ein, mit dir zusammen in die Sauna zu gehen, so richtig geschmeidig zu werden. Damit du dich selbst geschmeidig durch deinen Alltag bewegen kannst. Löse die Position, bring beide Füße auf die Matte und dann streck ein Bein nach dem anderen aus für Shavasana. Schnapp dir alles, was du brauchst. Socken, Decke, Jacke, Licht aus, Licht an. Ätherische Öle. Das ist der große Vorteil, den du jetzt hast, am Praktizieren zu Hause, dass du mehr Dinge bei der Hand hast, als da im Studio, die dich dabei unterstützen, vollkommen zu entspannen. Und innerhalb der nächsten 10 Sekunden komm in eine Rückenlage, bring die Füße breiter als hüftbreit, Handflächen nach oben, Schultern entspannt, Augen geschlossen. Mit mir gemeinsam nimm einen tiefen Atemzug in deinen Spot. Dann halte den Atem, schau dir deinen Spot ganz genau an. Ausatmung durch den geöffneten Mund, lass los. Einen tiefen Atemzug in deinen Spot. Halte den Atem. Schau dir deinen Spot an. Der Ausatmung lass los. Einatmung in deinen Spot. Halte den Atem. Betrachte deinen Spot aus allen Blickwinkeln. Vielleicht findest du einen neuen. Mit der Ausatmung lass los. Und dann lass den kontrollierten Atem gehen. Mit geschlossenen Augen
wenn du weiteratmest und auf deiner Matte liegst, spürst du, wie du Atemzug für Atemzug, vor allem mit dem nächsten, noch mehr loslässt. Denn während du dort liegst, deinen Körper spürst, weißt du, dass es jetzt Zeit ist, auf einer tieferen Ebene zu verarbeiten, was du erlebt hast, was du gelernt hast und was für dich wichtig ist von dieser Praxis. Bleib in absoluter Ruhelage und fokussiere dich auf deinen Spot. Die Sache mit Teilen in uns, die kompensieren, die eng werden, die schmerzhaft werden, die starr werden, ist die, dass hinter all diesen Mechanismen, hinter diesem Starrsein, hinter diesem Engsein, eine gute Absicht steckt. Meistens sind es Schutzmechanismen. Und während du da liegst und einen Spot betrachtest, weiterhin tief atmest, auf eine natürliche Art und Weise, erkennst du, dass auch hinter diesem Spot eine gute Absicht steckt. Hinter dem Verhalten von diesem Teil von dir. Und auch wenn du nicht ganz genau erkennen kannst, was die gute Absicht ist, vielleicht kannst du es, vielleicht nicht, weißt du, dass es eine gute Absicht gibt. Und ohne diesen Teil zu verurteilen, aber wegzuschieben, weil er immer gute Absicht hat, oder sie, ladest du ihn ein und heißt ihn willkommen, ein Teil von dir zu sein, so wie er gerade ist. Nimm einen tiefen Atemzug. Lass deinen Atem ganz langsam fließen, fast so, als würdest du die Luft trinken. Beginn dich langsam zu bewegen. Vom Kleinen ins Große. Von den Fingern, Zehen, Händen, Füßen, deine Arme, deine Beine. Reck dich und streck dich mal so richtig in die Länge. Beug dich nach links und nach rechts. Und roll dich auf eine beliebige Seite. Komm über diese Seite hoch in eine sitzende Position. Bring deine Hände vor der Brust zusammen. Und bedank dich selbst heute im Speziellen bei dem Teil von dir, dem du heute der Praxis gewidmet hast
und auf die gute Absicht, die da dahinter steckt. In Zeiten wie diesen ist es wichtig, sie immer wieder vor Augen zu führen, dass hinter all dem, was irgendjemand macht, tut, sagt, vielleicht noch versteckt hinter einer Angst, trotzdem eine gute Absicht steckt. Das dürfen wir nicht vergessen. Das darfst du nicht vergessen. Und ich auch nicht. Danke, dass du heute dabei warst. Aho, Namaste.